Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Kings. Heute mal mit dem Satyr-Zinker. Moin. So, können wir aufgehen, ne? Ja, wir joinen jetzt auf den Aber schon ein bisschen gemein, ne? Hä? Was ist hier los? Sie ist passiert? Eine Frage habe ich noch. Dürfte ich denn jetzt so einen dreisten Scheiß wirklich, also nach dem PvP-Event machen? Mit Lava und alles? Ja, darfst du. Also, bevor jetzt hier irgendwelche Leute fragen, was ist passiert, ich erkläre jetzt einfach mal alles in Ruhe. Also, es geht darum, dass, ich habe halt erfahrene Leute ins Projekt eingeladen, weil, weil ich gehofft habe, dass die halt wissen, zum Beispiel, falls eine Regel nicht sehr ausgebaut ist, dazu zählt zum Beispiel das Platzieren von Blöcken. Ja, tut mir leid. Oder halt zum Beispiel was anderes, was man zum Beispiel machen könnte, wäre ein Creeper irgendwo hinlocken und den dann explodieren lassen. Und ich hatte halt einfach gehofft, dass die... die Idee ist mir gekommen, wobei ich gesagt habe direkt, und voll viele haben auch gesagt, ja, du kannst dir eine Hacke bauen, den Dirtblock damit verändern und dann die Kiste öffnen. Aber aus Erfahrung sage ich dann, yo, das ist zu dreist. Und ich habe eigentlich gehofft, dass alle das Gleiche denken bei dem Projekt. Und wie es der Zufall will, haben es keine. Und jetzt kam der lustige Zufall. Haben welche aus Stadt Blau hier Creeper explodieren lassen. Das heißt, hier ist alles weg. Lol. Und Satyr-Zinker ging rüber. Dachte, unter Blöcke zählt nicht Feuer und Lava. Und hat einfach mal aus Versehen was Lava und so platziert. Und letztlich sind beide Base einfach komplett zerstört. Und ich muss sagen, es eskaliert richtig heftig. Es ist heftiger als mein Camp. Und ich feiere das irgendwie, ganz ehrlich, muss ich zugeben. Und ja, wir haben jetzt gesagt, wir haben so ein paar Regeln geändert. Und schauen jetzt einfach so, yo, was morgen beim Event abgeht. Wird bestimmt ultra lustig. Und danach gelten halt andere Regeln, wie zum Beispiel, man darf halt abbauen, was man möchte und so. Also es wird richtig eskalieren danach. Und ehrlich gesagt freue ich mich da drauf. Eine Sache möchte ich klarstellen. Wir nehmen das hier alles mit Humor. Ich freue mich, die Episoden von den Boys zu sehen. Ich erinnere nur daran, ich habe ja an die Minecamp-Folge dran erinnert. Wir können hier... Ja, du kannst ruhig hier. Ich gebe dir mal ein paar Weizenkörner. Kannst mal hinten das Feld... Ja, ich... Hier. Ja, dann okay, danke. Ja, danke. Na, ey, in der Truhe, die ich im... Achso, ja. Fehlt eine Truhe, rein zufällig, ne? Hauptsache, ich glaub, die Essenstruhe. Unsere Dias drin, kann das sein? In der einen Truhe, die war, wir glauben, eine Doppeltruhe, so hatten wir noch hier unten gehabt. Nein, das war eine einzelne Truhe. Hier ist eine Hacke. Danke. Also, ich möchte gerne an die Minecamp-Folge erinnern. Da habe ich ja schon vorletzte Episode oder so drüber geredet. Es ist halt einfach reiner Fun jetzt, also ich nehme es jetzt einfach komplett mit Humor, es eskaliert halt einfach gerade richtig und das kann man auch schon ziemlich hart feiern für alle, die gedacht haben, jo, wir machen jetzt den krassesten, ernsten Shit, den es hier gegeben hat, nö, das machen wir jetzt nicht mehr, wir sagen jetzt einfach, wir nehmen das ganze Projekt mit Humor, es hat ein paar Fehler gehabt, das gebe ich zu, war nicht das perfekte Projekt, aber Leute, was jetzt zählt, ist eigentlich der Kampf morgen, der so unnormal strategisch wird. Wir könnten ja jetzt eigentlich schon... Wann kommt deine Folge? Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich sag mal so, ich habe ja heute schon aufgenommen. Kommt sie morgen? Nee. Nicht, ne? Gut, dann heißt, wir können jetzt über einen Plan reden. Also, was ich überlegt habe, ist, dass wir auf jeden Fall eine Mine mehr abstauben. Und ja, also wir unsere... Ja, drei Stück, ne? Ja, drei Stück kommen. Und dass wir sagen, wir splitten uns. Also es gibt eine ganz in der Mitte und etwas weiter links und etwas weiter rechts von beiden Seiten aus. Was ich überlegt habe, dass wir uns splitten, zu beiden äußeren Minen gehen und gucken, ob die gelootet werden. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Ich habe nur eine Frage, sind die Minen eigentlich genauso wie die letzten, also auch alle aus Ja, es ist alles gleich. Wie fandst du die Minen? Waren die schön? Also die sind ganz schön. Also wenn die so bleiben, dann könnte ich oben Lava einmal platzieren, dann wird dann bis unten runtergehen fast. Also ich finde die ganz schön. Ja, okay. Weil das ist jetzt mein Plan, weswegen ich noch einen einzigen Lava-Eimer habe. Sag mal, du hast es auch mit Lava und so, ne? Echt schön, das macht dich fast instant tot, wenn du nur Leder hast. Brennst du so ein paar Sekunden, dann bist du durch. Ja, ist ganz schön. GG, ne, würde ich dann sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also, ist schon echt ein bisschen blöd, dass wir die Dias in der Truhe gelassen haben.
ja, welcher Idiot macht denn die ganzen Dias in die Truhe und nimmt die nicht mit, ey? Also solche Menschen, ne? Echt schlimm, die nicht mitdenken. Ich dachte, wir spielen ja nur mit Profis. Echt ein bisschen enttäuscht von. Für alle, die nicht wissen, ich hab die in die Truhe getan. Wusste es doch. So. Und dann hier mal die deutschen Kartoffeln. Die haben sich keine Mühe gegeben, bei mir reinzukommen. Das fand ich echt ein bisschen... Also kam mir schon so eine kleine Träne. Meine Base ist noch komplett heil, die kleine Ecke, die ich hab. Ich hab sogar einen Rosenbusch jetzt stehen. Ey, guck mal hier, wir können uns alles wieder komplett aufbauen. Ich weiß, weil ich hab mir immer das Wichtigste, jedes Mal, wenn ich nicht aufgenommen habe, hab ich das Wichtigste, also erstmal alles mein Inventar leer gemacht und dann zu Ende der Episode das Wichtigste alles so rausgenommen. Deswegen mein Inventar eigentlich immer zum Ende der Folge und zum Anfang der nächsten Folge immer komplett voll ist. Ja, jetzt scheiße mir. Ich hab noch eine ganze Menge Essen, für wenn du brauchst. Ich hab noch richtig viel Essen. Ich hab viermal Steaks und so was alles. Ich hab noch sehr viel Essen. Vor allen Dingen, was ich richtig genial fand, also Props an Steve, daran habe ich nicht gedacht. Vor allen Dingen, der hat es geschafft, theoretisch gesehen, in unser Haus reinzukommen, ne? Ja. Weil man kann über den Baum hüpfen. Und ich habe auch noch gesagt, wir müssen aufpassen, dass das nicht geht. Und letztlich ginge es. Und, man kann ja einfach mit Pfeil und Bogen über diese Dings hier schießen. Das habe ich ganz vergessen, dass das geht. So, spontan würde ich aber sagen, nein, die Goldäpfel! Jetzt haben die voll viele Goldäpfel. Ja, die haben jetzt auch noch zwei Dias dazu bekommen, wie ich mal gesagt habe. Ja, also... Das heißt, wenn wir Pech haben, zwei Gegner mit dem Dias-Schwert. Also ich würde sagen, also ich schlage vor, dass wir jetzt erstmal Stuff farmen. Also wie viel Zeit hast du noch? Ich sag mal so, ich habe eine ganze Menge Zeit, ja. Ich habe Urlaub, aber... Nein, ich meine Aufnahmetechnik. Nein, wie viel Aufnahmetechnik? Wir dürfen nur die Stunde, ne? Ja, also ich habe jetzt... Boah, ich weiß gar nicht. Dreiviertel Stunde habe ich heute aufgenommen. Ja. Vorhin, und dann haben wir eigentlich noch... Ich weiß nicht, wie lange wird das Event gehen? Auch wieder eine halbe Stunde oder länger? Ich meine, es sind ja schon drei hast du beim letzten Event mitgemacht? Ja. Ja? Dann hast du wie viel noch aufgenommen danach? Eine halbe Stunde, so dass ich von der letzten Woche hatte ich alles komplett voll gehabt. Okay, und jetzt hast du noch eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ja, also habe ich jetzt noch 15 Minuten eigentlich für diese Aufnahme und dann habe ich noch eine Stunde fürs Event. Ja, okay. Ja, halt, du kriegst halt morgen wieder dann die neue, ne? Ja. Was ich eigentlich nochmal machen wollte, wäre so einen Burggraben bauen, um Zombies abzufahren, weil es gibt ja ganz viele Zombies hier, die haben eine komplette Eisenrüstung und so, die droppen ja auch die ganzen Scheiß. Ja, ich überlege, ob wir halt jetzt auf Mobs und so gehen und gucken, ob die halt irgendwo was haben. Vor allen Dingen, nimm mal dein Schild raus. Nee, das brauche ich. Ich war ja ganz in der Höhle, da kommen immer Skelette und da ist es sehr gut gegen. Ach so. Weil ansonsten wäre ich die ganze Zeit verreckt, wenn ich mir Lava, als ich mir Lava besorgt habe. Die war ganz unten. Ja. Ich bin sehr oft gestorben. War sehr traurig. Ja, und ab morgen übrigens auch, wenn man durch Mobs stirbt, ist man auch raus. Also ab morgen wird es halt richtig extrem beim nächsten Event. Hey, das ist sogar richtig für traurig. Euch auch morgen. Für uns ist es morgen Donnerstag und für euch ist es morgen Sonntag. Oh. Also so bei mir, ne? Das kann mir auch sein. Ja, bei mir glaube ich auch. Ich habe jetzt für Donnerstag, Freitag, das müsste die Folge für Samstag sein. Wow. Ja, für Sonntag ist dann das Event. Ja. Puh. Ich habe sogar schon Musik rausgesucht für krasse Fights und so. Habe ich auch schon noch auf Platte. Ich habe ja sonst immer so eine von KS Beats, glaube ich, hieß der. So ganz viele Beats immer im Hintergrund genommen. Aber ich habe auch schon wieder ein paar rausgesucht. Epische Kämpfe zum Reinschneiden. Ja, ich habe jetzt von meinem Netzwerk, wir haben eine Partnerschaft mit Epidemic Sound und da ist halt wirklich auch mit Gesang und alles. Und da habe ich ein richtig passendes Lied halt zu Kings gefunden. Cool. Halt, da singt halt keiner Kings oder so, sondern was anderes. Aber ich will nicht spoilern, sonst denken alle, wenn die Musik ertönt, sterbe ich oder so. Okay. Kommt denn ja sowas wie Murder Train oder sowas? Ja, einfach ich dachte, er soll so My Little Pony und so. So Musik. Boah, ey, das wird auch passen. Richtig so bei 1 vs. 1? Oh, My Little Pony, boah, das wäre schon echt was Besonderes. Will ich den Kampf niemals ernst nehmen. So, die Brutalität des Kampfes noch ein bisschen unterstreichen. So, einfach mal hier über was hinplatzieren. Noch an Setzlingen. So, cool, wenn die Musik eigentlich richtig low ist, wirkt der Kampf doch viel brutaler. Echt? Achso, dass das so entgegenwirkt. Ja. Boah, die Musik ist so lahm, aber im Gegensatz zur Musik ist dieser Kampf echt krass. Ja, so ein Kontrast reinbringen. Boah, das könnte was werden, ne? Mhm. Was wollte ich noch sagen? Vielleicht noch so einen Filter rüber machen, so einen ganz hellen.
Stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Ich bin gerade mal am Testen, weil mir fällt auf, wenn ich privat immer Minecraft gespielt habe, habe ich unnormal rasiert, was PvP anbetrifft. Wirklich immer. Und wenn ich aufnehme, klappt es halt noch weniger. Das ist bei mir auch mal so. Und das liegt, glaube ich, daran, dass meine FPS dann halt droppen. Und deswegen nehme ich jetzt mal mit Open Broadcaster auf, mit der gleichen Qualität. Das müsste die gleiche Qualität sein, ups. Aber, da habe ich halt mehr FPS und hoffe, dass ich dadurch einen Vorteil habe. Womit hast du denn sonst immer aufgenommen? Fraps. Boah, Fraps, das zieht ordentlich Leistung. Das haben wir auch mal, wo ich es getestet habe. Da habe ich irgendwie bei Minecraft, keine Ahnung, bei der Aufnahme maximal 200 FPS gehabt. Ja, gerade hatte ich 200 FPS, also jetzt habe ich 200 FPS. Und mit Fraps, Fraps zieht halt das zurück auf 60 FPS, ne, und lockt das. Und es muss halt nur ein Ruckler kommen und es ist vorbei. Aber ich bin halt einer, der braucht die FPS, sonst hat der keine Skills. So. Ja, das ist bei mir auch mal so. Ich draufgehe oder so im Mehrspieler-Modus, sage ich immer, es ist immer ein Fehler der FPS und so. Oh, ich brauche unbedingt Kohle. Ich habe keine Fackeln. Aber wenn du Kohle brauchst, ich habe noch 37 Kohle und 4-mal Holzkohle. Ja, im Lager war auch noch. Der Ofen hat überlebt mit der Kohle, habe ich gesehen. Ja. Das ist schon scheiße. Besonders unsere Tiere sind auch alle tot. Ja. Wir hätten die einbauen müssen. Na gut, ein bisschen mehr. Hat wie ja sind die eigentlich da reingekommen? Ach ja, was? Gut, die dürfen ja die Türen öffnen und alles. Wie sind die reingekommen? Den Tieren. Weißt du jetzt nicht, dass sie da irgendwie rüberkommen, so bei dem Zaun? Nee, hatte ich doch eben erklärt. Steve ist hier oben draufgekommen auf den Baum und hat mit dem Pfeil und Bogen reingeschossen. Okay. Ein richtiger krasser Skelett. Ja. Achso, von da oben. Achso, okay, ja gut, dann ist er doch kein Skelett. Also, oh. Aber ich fand die Idee voll genial. Was? Also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen mit dem Creeper. Ich schon, aber ich habe halt gehofft, dass die Leute so sagen, hey, wir sind ein bisschen dreist, ne? Also wir haben immer einen Kommentar geschrieben, geh rüber und zünd alles an. Also das war dann eigentlich das Kommentar, was Kommentar Nummer 1 bei mir gewesen. Geh rüber, zünd alles an. Ich dachte mir, okay, irgendwann machst du es mal. Ja, die Zuschauer haben auch gesagt, die sollen mit der Hacke Erde verändern und dann kann man halt Truhen öffnen. Aber ich dachte so, mach ich das? Nee, das wäre ein bisschen dreist. Dachte ich mir auch, nur dann bin ich auf die Idee gekommen, farmst immer ein bisschen TNT und jagst einfach alles in die Luft. Cool ist, die waren bei mir drinnen in meinem Haus und haben das ganze Schießpulver rausgenommen, was ich hatte. Ich hatte ein paar vorhin ganz auf Creeper abgefahren. Hab mich oben auf die Mauer gestellt und hab die ganze Zeit Creeper umgebracht und so ein bisschen Schießpulver gefahren. Hatte ich vergessen mitzunehmen, weil ich mir dachte, nimmst du jetzt Schießpulver ins Inventar oder die ganze Nahrung? Hast du Nahrung genommen, ne? Ja, sehr gut, dann haben wir jetzt genug Nahrung. Dann sterben wir morgen nicht an Hunger. Wäre ziemlich blöd. So, hä, warum ist hier... Das sieht so ausgebaut aus. Komisch. Was? Eine Höhle hier. Achso, unter eurem Haus, ne? Oder welche meinst du? Nee, irgendwie in der Nähe. So. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht mit dem PvP, ne? Aber wenn wir einen Zaubertisch haben. Ich habe ganz viel Lapislazuli in Redstone in meiner Höhle gefunden. Da eine ganze Menge von gefunden. Ich habe 26 Erfahrungspunkte, also ich könnte auch ordentlich enchanten. Wow, ich bin Level 8. Lett. Hat mich die ganze Zeit umgebracht. Boah, das hat so abgefuckt. Dann genau in der einen Ecke und dann auf der anderen Seite stand ein Zombie. Das heißt, von vorne ein Skelett, von hinten ein Zombie. Das hat Spaß gemacht, die Sachen da wieder rauszukriegen. So, weiter geht's runter. Kann ich was machen sollen? Mann, als ob hier keine weitere Höhle kommt. Du hast ja alle Erzählfeld außer Gold, ne? Kann das sein, dass du Goldfeld auch entfernt hast? Weil ich war ja schon so. Nein, Gold ist nicht entfernt. Gold ist nicht entfernt. Du hast nicht ein einziges Golderz gefunden. Ich hab grad eins gefunden. Du hackst doch. Nee. Du hast bestimmt gemerkt, wo die ganzen Erze sind, ne? Als du sie entfernt hast. Guck mal, das Gold. Schön aufgeschrieben. Nein. Dorn? Nee, ist ja lange Zeit. Nein. 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 Nein, okay. Einmal geht noch. Ach nö. Was los? Aufnahme nicht gestartet? Nee. Schade. Ich würde ja jetzt gerne das Gold abbauen, ne? Ach, Eisen, Eisenspitzhacke. Da war ja was. Genau die Idee ist mir auch gekommen, als ich Lapis dazu gefunden habe. Komm, baust du mal, nimmst du mit. Warte. Nein. Lapis, kannst du mit Stein abbauen? Echt?
Ja. Ich bin so ein Bonze, ich bin einfach Dia gewöhnt, weißt du? Ich renne immer Full Dia rum. 5 Minuten okay. Minecraft gespielt, 5 Dia, Full Dia und dann. Ab geht er. Alles schon ausgeleuchtet in meiner Höhle. Ich finde kein Gold. Hast du eine Eisenspitzhacke zufällig? Nein, was habt ihr eigentlich mit dem ganzen Eisen gemacht? Das würde mich mal interessieren. Miss Lutherix hat eine Brustplatte. Ich habe ein Eisenschwert. Okay. Er hat eine Eisenspitzhacke. Hatten eine, das gefällt mir. Musst du nicht die Aufnahme jetzt beenden? Weil weiß ich nicht, wie weit das Event geht, mit einer Stunde? Wir nehmen 15 Minuten jetzt schon auf. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie lange du noch hier bleiben willst. Trotzdem gehe ich einfach. Also wenn du mich nicht haben willst, bin ich ganz schnell weg, weißt du? Nein, nur du darfst halt nicht über die Stunde kommen jetzt, neben dem Event, ne? Ja, okay. Ich geh noch ganz schnell nach oben, bin ich sofort weg. Ja, okay. Ich weiß ja, wenn ich dich... Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen hast und die halbe Stunde nach dem Event, wir dürfen halt nur eine Stunde, also Event wird mit einer Stunde berechnet, und dann plus eine Stunde extra neben Event. Und du hast neben dem Event eine halbe Stunde noch aufgenommen. Also, warte mal, also kann ich gleich jetzt das, nicht, Event das Event eine halbe Stunde plus geht noch eine halbe Stunde aufnehmen oder wie? Doch, kannst du. Wir hatten das Event letzte Woche, aber ging eine halbe Stunde. Ich muss das Event extra noch eine Stunde aufheben oder wie? Ja. Okay. Naja, dann bin ich ganz schnell weg. Oder oh, warte mal, stell mich mal auf meine Werkbank. Das kommt cooler. So, ich guck jetzt einfach mal, was bei den Gegners irgendwie vielleicht noch Brauchbares ist. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool und fresh. So. Ich weiß, die haben irgendwo eine geheime Kiste. Aber muss ich mal gucken, wo die ist. Okay. Ich weiß nicht, wie lange du nur aufnehmen möchtest. Ich spiele mal ganz schnell auf irgendeinen anderen Server. Ich suche mal irgendeinen raus. Da brauchen die ganze Zeit auf den Startbildschirm gucken. Ich weiß nicht, wie lange möchtest du noch aufnehmen? Also ich nehme mal eine halbe Stunde noch auf, also so circa 10 Minuten und so. Boah, so lange. Ja, dann würde ich sagen, lass ich dich alleine, ne? Schaffst du auch ohne mich. Okay. Schaffst du ja, auch okay. Ohne mich. Ja, wird schon. Okay, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht. Gut, bei dir weiß ich nicht. Keine Bock mehr auf mich. Kommst du morgen zum Event? Oh, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt diese Woche Urlaub. Hey, achso, du kannst morgen nicht? Nein. Ja, gut, dann eben nicht. Ja, okay. Kommst du morgen? Kann erscheinen, ja. Kommen, das ist so eine Sache, weißt du? Achso, ja, erscheinst du? Ja. Okay, ich werde alle wegklatschen. Ich bin der mit dem Lava-Eimer, der bei der gegnerischen Mine steht und alles anzündet. Nee. Das klingt lustig, aber ich frage mich, ob das wirklich geht. Ich meine, wenn das wirklich, das sah eigentlich aus, als wenn es gehen würde. Wenn ich oben einmal Lava platziere... Wir fahren mal lieber die Ärzte dann da drin. Hey, wo sind jetzt die Sachen von denen? Ich würde gerne wissen, wo jetzt so die geheime Truhe ist und so. Also ich weiß, dass sie in der Base zwei große Truhen übereinander stehen hatten. Dann war da noch... Eine andere kleine Truhe war oben noch. Ich glaube, da war irgendwie noch ein bisschen Erde. Kann sein, dass auch noch eine hinter der Truhe ist, das weiß ich nicht. Da war halt Cobblestone und Erde, da konnte ich ja leider nicht abbauen. Durfte ich leider nicht. Hä, wo haben wir denn hier vielleicht mal einen Creeper oder so? Ja, ich glaube, es ist gerade hell gewesen, als ich mich ausgelockt habe. Ich weiß gar nicht, war in der Höhle. Ja, aber es regnet gerade. Okay, ich verabschiede mich da nicht, dass die ganzen Leute nachher wieder rummeckern, dass ich die ganze Zeit nur im Startbildschirm rumkacke. Ja, okay. Okay. Du kannst auch die Aufnahme beenden und trotzdem noch hier bleiben. Weiß nicht. Ja, okay, dann verabschiede ich mich bei dir und kann ja nur ein bisschen moralischen Beistand oder sowas leisten. Ja, ja, ist gut. Okay, dann verabschiede ich mich. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Okay. Tschüss. So, okay, dann halt nicht. Okay. Ja, okay. Vielleicht schneide ich es noch rein, man weiß es nicht. Wie beenden soll ich ja jetzt nicht mehr anhaben? Ich gehe mir jetzt mal erstmal. Ich meine, dass da irgendwie die Festung von denen sah, also der Geheimgang. Kannst du mal bitte nachgucken bei denen? Meinst du deren Videos? Ja, schau deren Videos. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Freund. Ich habe auch noch kein Video angeschaut von anderen. Also aus einem anderen Team, weil ich das nicht sehen will, wo die ganzen Fallen sind. Ich will mich da ein bisschen selber überraschen lassen. Gut, überraschen ich bin ein bisschen kacke, wenn du reinrennst dann direkt weg bist, ne? Aber ich find das immer so ein bisschen gemein. Ansonsten, ich glaube bei Fossi oder so war das, wo er im Titel stehen hatte, meine erste Falle.
Wo man dann einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht, über Skype hatte ich irgendwie 5 Nachrichten oder so gehabt, wo das drin war. Hier schaut, der hat eine Falle gebaut, der hat eine Falle gebaut, der hat eine Falle gebaut, der hat eine Falle gebaut. Und stehst du da, jo, cool. Da werde ich bestimmt nicht reinlaufen. Ich habe den fast Creeper falsch zum Explodieren gebracht. Wo ist denn noch ein Creeper hier irgendwo? Gucken wir mal, ne? Minecraft Kings, ja, suchen wir mal. Also ich weiß, dass es irgendwie da hinten ist. Aber ich will halt jetzt eigentlich auch nicht so viel Zeit dafür verschwenden. Andererseits, da ist ein Skelett mit einer Goldrüstung. Wie nehmen wir denn? Ja, Sekunde. Oh mein Gott. Hast du sie gefunden? Was? Nein. Okay. Aber ich habe Goldschuhe. Nice. Hast du einen Zombie getötet? Ein Skelett. Ach ja, die rennen ja auch schon mit full Gold und Eisen rum und den ganzen Scheiß. Boah, das eine war richtig gemein. Da kamen 2 Skelette auf einmal. Der eine hat mich von links nach rechts geschossen, der andere von rechts nach links. Die ganze Zeit. Richtig fiese Skelette hier. Ja, die machen 2 Herzen Schaden, wenn du keine Rüstung anhast. Richtig schnell tot. So, jetzt habe ich 2 Creeper. Die kann ich jetzt beide zum Explodieren bringen. Na, jetzt muss aber aufpassen, dass du nicht drauf gehst. Nein. Ja, jetzt ist noch nicht schlimm, wenn ich jetzt sterbe. Ich hab gerade ein Video, ne? Ich sehe. Ne, da sind, rechts neben die 3 Betten, die nebeneinander stehen müssen. Da müsste noch eine Truhe sein. Ich glaube, mit Erde eingebaut. Echt? Gucken, dass du da vielleicht immer was in Luft jagst. Das sind, glaube ich, so, warte. Da muss man seine Kamera ein bisschen drehen. Und, 3 Betten sind nebeneinander gebaut. Direkt beim Eingang. Dahinter müsste so ein bisschen so ein paar Erdblöcke noch oben sein. Und da müssen 2 Truhen stehen. Nö, da ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Naja, halt gute Arbeit gemacht, ne? Ja, ich bin stolz auf mich, fast. Ja, gut, war ein bisschen arschig, aber die haben es bei uns ja auch fast so gemacht. So, jetzt hoffe ich, dass der Creeper kommt und dass ich einfach richtig den ganzen Shit explodieren lasse. Ich finde echt nicht deren Truhe. Ich gucke hier gerade die ganze Zeit. Sonst haben die keine Truhen außer die. Ich glaube, die haben ein Diaschwert, oder hab ich das gerade richtig gesehen? Haben die ein Diaschwert? Als ob die sich ein Diaschwert gemacht haben. Nee, ich glaube, der eine hat Eisenschwerter haben die ja. Die haben alle Eisenschwerter. Ja? Ich sehe gerade, 1, 2, 3. Bei dem einen weiß ich gerade nicht. Sieht aber auch aus wie ein Eisenschwert. Ja, die müssten eigentlich alle ein Eisenschwert haben. Nice. Und Eisenschuhe hat einer. Ich will jetzt nicht sagen, wer, ansonsten wäre das ein bisschen Spoiler, ne? Alter, wenn ich das weiß. Vor allem, die haben ja bei ihrer Base 4 Türen nebeneinander stehen, mit einer Druckplatte in der Mitte. Ich dachte am Anfang, okay, das ist eine Falle. Bin dann doch reingegangen, war einfach gar nichts. Ah, mich komplett verwirrt. Na, ich glaube, die haben keine geheime Truhe. Also, ich sehe hier gerade gar nichts. Hä, what? Das soll der krasse Geheimgang sein von denen? Da ist ja gar nichts drin. Wir haben einen krassen Geheimgang? Und unter der Base oder wo? Nein, woanders. Komisch. Gut, dann gehe ich noch schnell nochmal zur Base und guck, vielleicht ist noch neben den Betten irgendwas. Ich habe auch schon geguckt, ob da vielleicht irgendwie... Weil als ich on gekommen bin, war ja Mief, Steve und der andere waren ja noch online. Da habe ich ja geguckt, okay, warte mal. Base ist kaputt, okay, Truhe ist auch weg. Habe geguckt, aber vielleicht liegt das doch irgendwo in der Ecke rum. Nee, sieht gar nichts mehr rum von Items. Also hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Oh je. Blöder Zombie da. So, hier würde ich gerne mal den Creeper sprengen. Weil das sieht ganz gut aus hier. Wenn du sagst, das ist hier drin. Hey Creeper. Also ich sehe gerade sehr wenig. Das war knapp. Ja, hier, spring mal. Oh ja, hier ist die Kiste von denen. Und, ist da was Gutes drin? Um,
Nee. Nicht wirklich. Die haben das zugebaut, ja. Pff. Ja, dann wird irgendeiner die Dias im Inventar haben. Verdammt, ja, die haben das nachgedacht. Das wäre durchaus clever. Ja, finde ich auch. Wenn die das machen übrigens schon irgendwie oder so. Ja, die haben alles, glaube ich. Na, ich gucke jetzt nochmal in der einen Kiste. Da ist nämlich noch eine Kiste. Das könnte sein, dass das da drin ist, aber... WW, ne? Wer weiß. Ja. Ach, das wäre echt dumm von uns, dass wir das echt in der Truhe gelassen haben. Na gut. Von uns? Ich hatte mit dem Dach nichts zu tun. War in meiner Bonsenhütte, als das passiert ist. Gute, schöne Bonsenhütte. Es wird echt komisch, dass keiner die kaputt gemacht hat. Haben die es irgendwie für nicht nötig gehalten? Ich wundere mich immer noch. Mann! Keiner hat da irgendwas kaputt gemacht. Nur rein. Noch ein Creeper. Please. Irgendeiner ohne Skelette vielleicht nochmal? Hm? War den immer noch alles kaputt? Ja, jo. Ich guck grad ein bisschen nochmal. Ah, da ist einer. Guck mal, der kommt doch wie gelegen. Da. Ja, ich war ja sogar so dreist. Ich habe sogar die ganzen Bäume in der Umgebung bei denen abgefackelt. Dachte mir so. Richtig, richtig dreister Boy. Ja, die hatten da so einen Hügel, gell, wo alles voller Bäume war. Ich hab's angezündet, hab mich da hingestellt und kurz gewartet, bis alles abgebrannt ist. Ich hab bei denen um die Base rum, glaube ich, fast alles abgeholzt. Müssten eigentlich nicht mehr viel haben. Wollte sogar die Kakteen entfernen, aber nee, das wäre ja gegen die Regeln gewesen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, was die gemacht haben. Ich guck gerade, also die andere Truhe ist down, also es war jetzt nichts Krasses dabei. Definitiv nicht. Ja, eine Truhe, die ich auch gefunden hatte, war oben gar nichts drin und unten war irgendwie nur eine Axt, Steinspitzhacke und sowas drin gewesen. Ich einfach ja, so ist nichts Besonderes da drin. Gut, ich habe auch ein paar Sachen rausgenommen und in die Lava geworfen, die da schon rein zufällig da war. Gut, dann gehe ich eben schnell zurück und dann wird es morgen ist eventuell zu einem krassen Kampf kommen. Eventuell sogar schon zum Finale. Wer weiß. Finale könnte knapp werden. Ich meine, zur Not, wenn man halb tot ist, kann man sich ja auslocken, ne? So ist es ja nicht. Nein. Das ist ein bisschen doll arschig, aber man könnte es eigentlich machen. Man ist kein Combat-Logging. Warte. Ist Cheat. Ah, so. Eigentlich nicht. Lol, ein Creeper ist in ihre Falle reingelaufen. Also wenn man sowas schon mit dem Creeper macht, ne, dann könnte man das andere doch ruhig auch gelten lassen. So nach, scheiße, noch ein Herz, man brennt, lockt man sich kurz aus, sagt dem Teamkollegen Bescheid, wo man stand. Sagt ihnen, hier brenne ich gerade, mach mal da einmal Wasser hin. Genau. Damit ich das nächste Mal wieder einlocke, gleich überlebe. Genau. Voll im Plan, ich glaube, so müssen wir arbeiten. Ja, und die Gegner platzieren einfach an der Stelle Lava und beschützen dann die Stelle. Irgendwann muss ja mal wieder ankommen. Ja, dann sagst du den Teamkollegen Bescheid. Du, ich stehe da, wo die ganze Lava ist, mach mal weg. Naja, die campen dann 24-7 da dran. Ja, wechseln sich im Abend so in Schichten, ne? Der eine steht dann da eine Stunde, dann kommt der andere, steht in eine Stunde. Nee, können die ja nicht. Die schauen auf dem Server. Wer auf dem Server joint. Gut, aktualisieren die ganze Zeit. Ja. Da müsste man sich noch was überlegen. Ich meine, mit der Lava oben rein, das ist eigentlich eine gute Idee. Unten war ja auch Lava, ne, in der Mine? Ja. Aber die hattest du schon bei uns zugemacht gehabt, oder? Ja, aber ich hab Lava-Eimer. Dann. Also bei einer Folge, da haben sich ein paar Leute darüber aufgeregt, dass das eigentlich nicht regelkonform ist, weil ich bin bei den anderen rübergegangen in die Mine und hab mal geguckt, ob die was übersehen haben, ne? Ich hab, glaube ich, zwei Eisenbarren da noch rausgeholt und noch ein bisschen Kohle. Nice, das ist gut. Dann die direkt unter der Brücke vergessen gehabt. Ne? Also unter dem kleinen Weg, der da runter war. Oh, kann man mal machen. Ja, dann gesagt, das ist nicht regelkonform, das ist nicht eure Mine. Du hä? Dann im PvP-Event nicht rüber. Das ist neutrales Gebiet, das darf man. Weiß, hab ich da auch geschrieben. Doch nicht, was die Leute da hatten. Ach. Die haben alle keine Ahnung. So. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Episode. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Jo, mein wunderschönes Zuhause. Und ich würde mich ja gerne da oben. Warte, ich logge mich ganz normal wie immer da oben aus. Nö. Ah, ich würde mich aber nicht so bei der Base ausloggen. Jetzt kommt wieder irgendeiner auf die gleiche Idee wie ich einfach mal. Hey, wir müssen uns in der Base ausloggen. Aber nicht unbedingt da, wo. Na gut, da ist schon alles kaputt, ne? Das lohnt sich nicht mehr. Gut, nur mal fürs Zusehen und sagen tschö. Bis dann und man sieht sich. Oh, tschüss.